Du kennst es sicherlich auch. Du erfährst eine neue Sache, stößt auf ein neues Thema und plötzlich wirst du im Alltag mit genau diesem Thema extrem häufig konfrontiert. Dieses Erlebnis wird als Bader-Meinhof-Phänomen bezeichnet. Aber was genau verursacht so etwas? Ist da eine höhere Macht im Spiel oder lässt es sich vielleicht psychologisch erklären? Das klären wir in diesem Video. Machen wir erst einmal kurz klar, woher der Name überhaupt kommt. Ulrike Meinhof und Andreas Bader waren zwei der Gründer der terroristischen Gruppierung RAF, die in den 70er bis 90er Jahren ihr Unwesen trieb. Die Personen speziell haben nichts mit dem Phänomen zu tun. Der wahrscheinlichste Ursprung für diesen Namen ist, dass der Namensgeber einfach nur mit genau diesem Thema dieses komische Erlebnis hatte, welches das Phänomen beschreiben soll. Er erfuhr etwas über die RAF und plötzlich begegnete ihm das Thema scheinbar überall. Bei diesen zufälligen Zusammentreffen von Ereignissen spricht man von Koinzidenzen. Das Bader-Meinhof-Phänomen beschreibt also, wie zufällige Koinzidenzen bezüglich eines bestimmten Themas gehäuft auftreten. In der Psychologie bezeichnet man dieses Phänomen als Frequenzillusion. Es ist eine klassische kognitive Verzerrung, also ein Fehler beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. In diesem Fall geht es speziell um die selektive Wahrnehmung des Menschen. Selektive Wahrnehmung beruht grundsätzlich auf der Fähigkeit, Muster zu erkennen, einem grundlegenden Mechanismus des menschlichen Gehirns. Aus der Fülle der Informationen, die dauerhaft auf uns einprasseln, muss das Gehirn selbstverständlich selektieren. Setzen wir uns also mit einem Thema auseinander, dann ist dieses für uns relevant und wird in der darauffolgenden Zeit in der Fülle der Informationen auch tatsächlich aktiv wahrgenommen. Es kann uns zuvor auch häufig begegnet sein, aber da spielte es einfach keine Rolle und wurde deshalb aussortiert. Und außerdem kann auch der Confirmation Bias, also zu Deutsch der Bestätigungsfehler, eine Rolle spielen. Dieser ist übrigens auch dafür verantwortlich, warum es Menschen schwerfällt, von ihrer Meinung wieder abzuweichen. In Bezug auf die Frequenzillusion kann der Confirmation Bias dafür sorgen, dass fast schon eine aktive Suche nach dem jeweiligen Thema beginnt. Psychologisch lassen sich also die meisten dieser Erlebnisse gut begründen. Falls ihr es aber dennoch für etwas Bedeutendes haltet, dann schaut euch mal mein Video zu Synchronizität an. Die Idee beruht auf Carl Gustav Jung und er unterschied diese Synchronizitätserlebnisse ganz deutlich von zufälligen Koinzidenzen. In dem Video erfahrt ihr mehr darüber. Was wir aus solchen Erlebnissen mitnehmen können, ist nicht nur das Erlebnis selbst, welches wir vielleicht einfach lustig finden oder manchen das Gefühl gibt, dass möglicherweise mehr dahinter steckt. Eine spannende Überlegung ist aber auch, was uns eigentlich tagtäglich nicht auffällt. Zuvor begegnet uns ein Thema überhaupt nicht und nachdem wir uns damit beschäftigt haben, taucht es auf einmal überall auf. Was blendet dein Gehirn wohl jetzt gerade alles aus? Wir sind Wesen, die in ihrem Blick auf die Welt extrem stark beschränkt sind. Durch unsere Sinne, die eben einfach nicht alles wahrnehmen können, aber auch durch die Mechanismen unseres Gehirns, welche nur für uns relevante Informationen herausfiltern und zugänglich machen. Anders wäre ein Überleben gar nicht möglich. Dennoch ist es schon eine krasse Vorstellung, was uns die ganze Zeit über alles entgeht und wie sehr automatische Mechanismen unseren Blick auf die Welt formen. Da ich schon mehrere Videos gemacht habe, die genau diesen Aspekt unseres menschlichen Daseins behandeln, habe ich euch dazu mal eine Playlist angelegt. Falls euch ein Video dazu interessieren würde, wie man den Blick auf die Welt schärfen kann, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und erzählt mir natürlich auch unbedingt von euren Erlebnissen mit dem Bader-Meinhof-Phänomen. Ich bin sehr gespannt. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen, da es in der Abo-Box ja oftmals nicht angezeigt wird. Und für täglichen Austausch tretet unbedingt der Facebook-Gruppe und dem Discord-Server bei. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.